weil wir möchten natürlich, dass Menschen in unserem Land in Sicherheit und frei leben können. Das ist doch ganz klar. Und Innenminister Herrmann, der bekanntermaßen der CSU angehört, gibt auch regelmäßig uns dann eben steht Rede und Antwort über die Gefährder. Wie viel haben wir denn überhaupt und so weiter und so fort. Und die aktuellen Zahlen, die ich jetzt habe, ist, dass wir 16 islamistische Gefährder in Bayern haben und davon hat die Hälfte den deutschen Pass. Also auch da kommt wieder den Punkt ins Spiel, den Sie gerade ansprechen. Wir müssen uns wirklich bei diesem Thema ganz differenziert hingehen, nichts über einen Kamm scheren. Was wollen Sie jetzt damit sagen? Ich möchte damit sagen, dass diese Debatte, glaube ich, sollte man nicht verkürzt führen. Man kann nicht sagen, so diese gleich wieder Vermischung, och, alle Geflüchtete sind Terroristen. Nein, wer sagt denn sowas? Das ist eine klare Verdrehung dessen, was wir gesagt haben. Sowas.